Aloha Freunde der gepflegten Solo-Queue und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von League Opinion. Diese Videoreihe war schon lange nicht mehr am Start und kommt stark wieder zurück mit einem Thema, wo die Antwort offensichtlich ist, der Weg dahin aber nicht. Wir sollten die Katze aus dem Sack lassen oder was ich lieber sage, wir sollten die Yumi im Sack lassen und draufschlagen. Denn die Frage heute ist nicht, sollte Riot Yumi entfernen? Die Antwort hier wäre so oder so ja oder einfach reworken. Die Frage im heutigen League Opinion ist, warum genau finden wir Yumi so unfair? Ich möchte mich hier aber nicht nur mit den negativen Sachen, sondern auch etwas mit den positiven Aspekten von Yumi hier mit euch auseinandersetzen. Und bevor mir Leute ankommen mit, ja, ist es ja nur im Casual-Bereich so oder ja, Low-Elos kommen auch nicht mal gegen Crit-Heimer-Dinger klar, möchte ich mal anmerken, dass Yumi eine 95er Pick-Ban-Präsenz hatte auf den Worlds 2022. Selbst Pro-Player haben sich ständig über sie beschwert. Und wenn wir beim Thema der Statistiken sind, zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, zeigt sich ein sehr interessanter Trend. Im Normalfall checke ich Statistiken von EU West ab, weil die für mich persönlich am interessantesten sind. Aber wenn wir die Statistiken der ganzen Welt abchecken, ist das ganz interessant, denn hier sind Yumis Bunrates für Patch 12.21 auf Lolalytics. Sie hat in keiner Elo eine positive Winrate. Das Beste, was sie hat, ist eine Winrate von 49,51% im Master Plus. Obwohl Yumi ein Drecks-Champion ist von der Winrate, hat sie eine so hohe Bunrate. Dabei ist sie doch so einfach zu spielen, oder nicht? Aber damit, Leute, kommen wir dann auch schon zum Inhalt des Videos. Immer wenn ich die Leute frage, was sie an Yumi stört, kommt so etwas wie, ist ein Noob-Champion oder ist nur für E-Girls, aber nichts, womit man so richtig argumentieren kann. Frage an euch, meine Challenger-Zuschauer. Was stört euch genau an Yumi? Bevor ihr weiterschaut, solltet ihr mir das erstmal in die Kommentare schreiben. Kein Schummeln und vorher reinschauen, was die anderen geschrieben haben. Wenn du ein ADC-Main bist, dann warte bitte, bevor du deine Antwort abschickst, denn dich brauche ich noch. Dann checken wir erstmal ab, was Riot genau mit Yumi erreichen wollte. Auf Reddit gab es einen AMA mit den Entwicklern von Yumi. Eine perfekte Quelle für uns, wenn nicht 99% aller Fragen und Antworten auf die Lore bezogen werden oder auf irgendwelche Katzenvideos hinweisen. Mega komisch. Da ist auch noch irgendein Typ, der hat gefragt, welches Geschlecht das Buch hat. Like, es ist ein Buch. Wen juckt das Geschlecht von einem magischen Buch? Like, what the fuck? Naja, anyways, Leute, ich werde das jetzt auch nicht 1:1 übersetzen, soll mich auf den Kern der Aussage konzentrieren. Natürlich wird euch die vollständige Antwort auch eingeblendet. In der ersten Frage wird nach der strategischen Nische von Yumi gefragt. Eine sehr gute Frage, finde ich sogar. Warum sollte ich sie picken, anstelle von anderen Enchantern oder auch Eagle Champions? Die Antwort: Yumi kann im Vergleich zu anderen Enchantern die Backline mitdiven, solange sie einen Partner hat, der da auch rein will, wie zum Beispiel eine Camille. Die zweite Frage ist sehr interessant. Es wird gefragt, ob eine vorherige Version von Yumis Passive so stark war, dass man sie nerfen musste. Denn es fühlt sich so an, als wäre ihre Lane Phase jetzt nicht mehr ganz so interaktiv. Davor war es wohl so, dass wenn Yumi einen Ortec auf einen Gegner drauf gemacht hat, dass ihre Passive und oder ihre Spells ein bisschen cooler Reset nochmal drauf bekommen haben. Darauf Riot's eine Antwort. Spieler möchten den anhänglichen Supporter spielen, genau damit sie sich anhängen können. Wir möchten nicht haben, dass die Spieler belohnt werden für das ständige Ort-Hacken des Gegners. Denn dadurch fühlt es sich unbelohnt an, wenn man auf jemanden drauf sitzt. Ich bin auch ganz ehrlich, Leute, ich habe mir diesen Post angeguckt und da irgendwie nicht mehr Relevantes gefunden. Da war nur noch so Cringe-Kram da zum Thema Katzenvideos anschauen und sowas. Oder auch sehr viel anderes Zeugs wurde da gelabert. Aber zusammengefasst, Yumi soll sich 24/7 an jemanden anhängen und ihn buffen. Yumi soll sich mit einem Backline-Diver paaren und genau in dieser Philosophie beginnen die Probleme. Und ich möchte anmerken, dass dieses AMA circa 4 Jahre alt ist und wir sitzen hier eigentlich immer noch auf demselben Problem, oder? Yumi soll so wenig Interaktion wie möglich mit dem Gegner haben. Als ADC ist das so ein frustrierendes Gameplay, eine Art Budget-Soraka auf der Lane zu haben. Wenn man nicht mal den richtigen ADC pickt, der gefühlt 1 gegen 2 spielen kann oder ein sehr geiles Matchup hat, um diese Laning-Phase zu überleben, dann zieht das schon mal für einen Spieler alles runter. Dazu kommt ja auch noch, dass wenn man die Yumi großzieht als ADC, die am Ende des Tages sich nicht mal um einen kümmert. Riot hat selbst gesagt, ihre Lieblingsmates sind Dive-Champions. Das heißt, ein ADC hat nicht mal was davon, die ganze Laning-Phase eigentlich nichts machen zu dürfen. Leute, stellt euch vor, eure Eltern müssen jemanden 16 Jahre lang durchfüttern, haben Hoffnung darauf, dass das eigene Kind den Namen der Familie weiterträgt, nur damit er am Ende 10 Stunden am Tag lang League spielt, Yasuo-Main wird und dann dennoch in Iron ist. Solange nicht alles free ist und man sowas wie ein Ezreal, Twitch oder Sivir als ADC selbst spielt,
ist alles einfach mega kacke. Und für die ADC-Mains in diesem Video, schreibt doch mal eure Elo in die Kommentare, welche Champions du so spielst und wie deine Meinung zu der Laning Phase mit einer Yuumi ist. Die richtigen Probleme starten dann aber auch so ab Minute 10. Davor chillt Yuumi auf der Lane und tut nichts anderes als, naja, Yuumi-Sachen zu machen. Keine Ahnung. So, ab circa Minute 10 setzt sie sich auf ihren Jungler drauf, vielleicht sogar auf einem Top-Laner und der Spaß beginnt, aber nicht für den Gegner. Hier sind die populärsten Jungler auf der Welt, auf jeder Elo. Es sind Kayn, Yi, Hecarim, Lee Sin und Viego. Mit der Ausnahme von Lee sind 4 von 5 Junglern Backline-Diver oder welche, die ihre Ziele runterchasen wollen. Selbst wenn ich auf die Top 10 erweitere, mit Graves, Warwick, Echo, Shaco und Udyr, alles Champions, die ebenfalls gut sind mit ihr. Spätestens ab Popularitätsrang 19 kommt Rammus, wo ich sage, okay, nicht der beste Partner für eine Yuumi. Aber denkt mal drüber nach, Leute. Wie zum Fick ist Rammus der 19 populärste Jungler auf der ganzen Welt? Auf der Toplane dasselbe Problem. Aatrox, Set, Fiora, Darius, Mordekaiser, Jax, Xante, Nasus, Teemo und Garen. Von diesen 10 Champions würde ich sagen, sie ist, wenn schon, nicht optimal mit Teemo. Keine Ahnung von Xante, wenn ich ehrlich sein soll, der ist dafür noch zu neu, aber ich denke mal, mit dem ist sie okay. 8 oder 9 von den 10 most popular Toplanern finden sie geil. Toplaner finden sie geil, Jungler finden sie geil, Yuumi kann all diese Champions ohne richtiges Counterplay bei ihrer Arbeit unterstützen. Eine Lulu, Soraka, Sona oder Karma kann nicht einfach mit in die Backline reinkommen und unpunished ihr Ding durchziehen. Yuumi kann nur einen einzigen Fehler machen, und zwar, dass sie sich von CC treffen lässt. Ein Skill, auf den so oder so jeder Supporter eigentlich mit drauf achten muss, falls Yuumi aber überhaupt erst rauskommt. Aber nutzen wir doch diese Zeit aus, um uns mal das generelle Skillset eines Supporters anzuschauen. Und vergleichen das dann mit dem, was eine Yuumi so macht. Ich hoffe, ich habe auch hier jetzt nichts vergessen. Ich habe jetzt nämlich mal die 5 wichtigsten rausgenommen. Positioning, Map Awareness, Warding, Trading und Roaming. Welches davon oder welchen von diesen Skills braucht denn überhaupt eine Yuumi? Wie sieht es mit Positioning aus? Ist ihr technisch gesehen egal, darauf muss eher der Partner achten. Klar, wenn sie mal runterkommt, muss sie kurz aufpassen, dass sie nicht von einem CC-Spell getroffen wird oder so. Aber grundsätzlich hat eine Yuumi nicht wirkliches Positioning. Map Awareness? Natürlich wichtig für jeden Spieler. Man kann ja Sachen auf der Map sehen und es auch mit den Mitspielern teilen. Generell ist die Map Awareness aber eher wichtiger für ihren Partner, weil der am Ende dann das Decision-Making dafür übernimmt. Warding ist ein schwieriges Thema und von dem, was ich sehe, folgen Yuumi-Spieler meistens eh nur ihrem Partner und stellen dann eine Ward hier und da mal auf, wenn der Partner auch an richtiger Ort und Stelle ist. Aber sie wird sich fast nie von A nach B bewegen, um eine Ward selbst hinzustellen. Ich meine, wie oft habt ihr gesehen, dass die Yuumi von der Botlane aus in den Enemy Jungle reingeht, um dort eine Deep Ward reinzustellen? Trading? Ja, eine High-Range Q und das war's eigentlich auch, oder? Vielleicht mal ein Ort-Tag für eine Passive, aber sonst Trading würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Roaming? Nicht gerade etwas, wofür sie bekannt ist. Darüber haben wir auch schon eben beim Warding drüber gesprochen. 4 von 5 Skills, die ein Supporter braucht, muss eine Yuumi nicht drauf haben, sondern ihr Partner. Das heißt, der muss sogar doppelt mitdenken. To be fair, sie muss auch mal rauskommen und einen Ort-Tag auf gegnerische Champions machen, aber das ist etwas, das jeder Range-Support macht und das auch mehr als einmal alle, keine Ahnung. Was ist denn ihr Cooldown? 10 Sekunden oder sowas? Wenn du aber lernen möchtest, skillmäßig besser zu sein als jeder Yuumi-Spieler, dann gibt es hier eine ganz einfache Lösung. Eine kleine Werbung zu meiner Players Hub Academy, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ich will die Zeit nutzen, um über Champions Schwierigkeit zu reden. Es gibt viele einfache Champions in League, wie zum Beispiel Garen, Warwick, Annie, MF und Soraka. Alles vom Kit her recht simple Champions, die einem mehr Fehler verzeihen als andere Champions, aber dennoch Fehler machen können. Ich will damit auch nicht sagen, dass jeder Yuumi-Spieler perfekt ist und dass Yuumi als Champion fehlerfrei ist, denn auch sie kann Fehler machen. Aber im Vergleich zu anderen ist sie zu useful für die Menge an Skill, die benötigt wird. Und hier möchte ich auch über Champion Accessibility reden, beziehungsweise wie zugänglich Champions wie Yuumi es den Spielern machen, überhaupt erst mit League anzufangen. Ich habe leider das Zitat dafür nicht finden können, vielleicht schafft es jemand von euch, aber Yuumi wurde als Champion designt, um Leuten mit Problemen zu helfen, zum Beispiel bei Problemen wie ADHS, körperliche Beeinträchtigungen oder sogar Angststörungen. Ich finde das richtig und wichtig, dass so viele Menschen wie möglich die Chance bekommen, League zu spielen.
aber hier müssen wir auch über ein mögliches Powerlevel sprechen. Wenn ein Champion wie Yumi so stark sein kann, dass die besten Spieler der Welt sich vor ihr fürchten, sodass sie eine 95%ige Pick-Bun-Rate hat, dann wird das schon kritisch. Ey, stellt euch das mal vor. Mehrere Jahre lang verfeinert ihr die Mechanics eines Supports, versucht zu Madlifen, Roam zu lernen, Warden zu lernen und am Ende spielt ihr Yumi. Like, ihr spielt fucking Yumi und könnt euch dabei Netflix anschauen. Die Supportspieler auf den Worlds, die Yumi spielen durften, meinen, die einen zweiten Monitor geben sollen, dass sie wenigstens die Chance haben, sich den Film dabei anzugucken. Kommen wir also zurück zur Frage, mit der wir das Video angefangen haben. Yumi hat keine großartige Eigenverantwortung wie die anderen Supporter. Sie muss nicht auf Engages oder Positioning großartig achten. Jegliches Roaming oder Bewegungen, die zu Ganks oder Warding führen, ist für sie eigentlich gar nicht so relevant, denn ihr Partner trifft die Entscheidung. Sie wird für das Nichtstun so viel mehr belohnt als alle anderen und mit dem richtigen Partner kann man sie auch nicht wirklich punishen. Selbst für das Right Balancing Team ist Yumi ein riesiges Problem. Ich möchte, bevor ich über die letzte Yumi-Buffs rede, Folgendes anmerken. Das Right Champion Design Team und das Right Balancing Team arbeiten nicht direkt miteinander, von dem aus, was ich in einigen Interviews mitbekommen habe. Das Balancing Team muss mit dem arbeiten, was man ihnen vor die Füße drückt, aber ja, hier habt ihr es. Hier gibt Riot Frogs Sohn, keine Ahnung, was auch immer, zu, dass sie nicht wirklich wissen, wo sie Yumi buffen sollten. Und das hier ist ein riesiges Problem. Yumi als Champion braucht einen Rework, denn so wie sie jetzt ist, funktioniert das nicht. Sie ist einfach zu spielen und zu schwer zu punishen. Den Gegner nicht punishen zu dürfen, ist doch eine Standardinteraktion in einem PvP-Spiel, oder etwa nicht? Eine Möglichkeit wäre es, dass sie einen prozentualen Teil des Schadens, den ihr Partner abbekommt, ebenfalls abbekommt. Oder, dass sie nicht dauerhaft mit ihrer W auf jemanden sitzen kann. Sind aber auch nur einige spontane Gedanken. Das hier wär's dann aber auch schon mit dem League Opinion gewesen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn du ein Yumi-Hater bist und dir das Video gefallen hat, würde ich mich doch darüber freuen, wenn du das Video teilen und liken könntest. Gegen ein Abo hätte ich auch nichts. Natürlich darfst du als Yumi-Lover das selber auch tun. Ich wäre dann aber auch erstmal weg und wünsche euch noch einen guten. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.